Moin Moin, hier ist Angelus. Willkommen zurück zu Kingdom Come Deliverance hier auf meinem Kanal. Folge 3 ist es heute. Und wer die letzte Folge gesehen hat, hat gemerkt, ich bin gestorben. Game over war es schon für mich. Ich wurde in den Kerker eingeschlossen und weil in der Zeit, wo ich dann im Kerker war, unser Dorf angegriffen wurde, bin ich im Kerker verbrannt, weil ich nicht rausgekommen bin. Ich darf also nicht eingesperrt werden. Ich muss die Quest erstmal so gucken und ich weiß gar nicht, wie das Spiel jetzt weitergeht. Man kann in dem Spiel übrigens nicht wirklich einfach so speichern, wenn man lustig ist und da Bock drauf hat zu speichern, das klappt nicht. Man muss, um zu speichern, in einem Bett schlafen oder einen speziellen Schnaps trinken. Trinkt man den Schnaps aber zu häufig fürs Autosafen oder Schnellspeichern, wird man alkoholsüchtig. Deswegen sollte man das nicht zu häufig nutzen und so ein Bett hat man ja auch nicht ständig zur Verfügung. Ich klicke mal einfach auf Fortfahren und dann bin ich mal gespannt, was passiert. So, wenn du schmutzig bist, musst du nicht gleich ein Badehaus aufsuchen. Geh einfach zum nächsten Wassertrog und mach eine Katzenwäsche. Das haben wir ja schon gelernt. Das hat ja auch schon ganz gut funktioniert. So. Die Bilder sind schön gezeichnet hier. In diesen unruhigen Zeiten werden die Menschen schnell misstrauisch. Betrittst du beispielsweise unaufgefordert jemandes Hauses, wird dich die Person... Okay, das war schon der nächste. Siehst du da, Alkohol kann im Spiel durchaus einen Nutzen haben. Ja, im Spiel schon. Im normalen Leben nicht so viel. Okay, mal gucken, ob wir uns hier einen fairen Schnellspeicherpunkt gegeben hat. Okay. Ah, wir sind hier wieder. Dann müssen wir jetzt nochmal die Scheiße an die Wand werfen. Okay. Dann kommt dann auch nochmal die Schlägerei. Ja. Sind halt fiese Checkpoints, aber wenn man sich dann erwischen lässt, dann hat man den Salat an selber Schuld. So, schmeiß mir nochmal die Scheiße gegen. Wenn euch das Video heute auch gefallen sollte, lasst gerne mal wieder einen Daumen nach oben da für das Projekt. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Alles selbstverständlich freiwillig. Teilweise überspringen oder ganz überspringen, das kennen wir ja schon. Deswegen überspringe ich das jetzt mal. Wie wir die Scheiße dagegen schmeißen, haben wir ja schon gesehen im letzten Video. Dann kommt jetzt wahrscheinlich die Schlägerei gegen den deutschen Sohn. Ha, komm her, du Weichei. Hey, wollt ihr jetzt beide gegen mich? Unfair. Und die Leichten. Und nochmal. Und nochmal. Und das Knie. Oh, ich habe keine Ausdauer mehr. Ach, der andere geht zu mir. Aha. Das hat doch schon mal besser funktioniert. Und er geht auf die Knie. Kann ich ihn auch hier noch ein... Ey! Er hat simuliert! Was tut ihr da? Habt ihr den Verstand verloren? Der Büttel kommt. Der Büttel ist auf dem Weg. So. Versuche ich jetzt mal gleich bei meinen Leuten dran zu bleiben. Bei Fritz und Matthäus und so. Damit ich ihn nicht aus den Augen verliere. Immerhin möchte ich gerne ja mit denen auch noch bei Kunisch auftauchen. Damit ich dann nicht wieder einbrechen muss und das mit dem Schlossplatten verkacke. Wo du hingehst. Wieso ich? Ich laufe doch euch nur nach. So, triff dich mit den Jungs bei Kunisch. Ich weiß ja nicht, wo die eben hin verschwunden sind. Ich bin ja auch hier lang gelatscht, aber von denen waren da keine Spur mehr. Das meine ich halt, wenn man dann den Anschluss an den Leuten verliert, laufen die halt irgendwo hin, um sich noch weiter zu verstecken. Und dann findest du nicht... hier musst du wirklich bei den Quests immer an den Leuten dann dranbleiben. Weil nochmal in den Kerker will ich nicht. Also in den Kerker zu kommen, auch das nicht bezahlen zu können, ist auf jeden Fall ein Problem hier. Hallöchen. Gott sei mit dir, Heinrich. Mit dir auch. Die war doch gerade in meinem Alter, oder? Passt doch. Ich bin mal gespannt, wie die Bianca aussieht, ob sich das lohnt. So. Den Weg bin ich ja eben auch gegangen. Jetzt sind wir wieder auf dem Marktplatz. Gehen die jetzt auch direkt nach Kunisch? Ich meine, eben sind sie ja irgendwo anders hingelatscht. Oder halt verschwunden, weil ich getrödelt habe. Wo wollt ihr hin? Ich gehe mal kurz waschen. So, davon sind sie noch. Alper, habe ich den Schleichmodus gedrückt, ne. Hier ist auch schon Kunisch Haus gleich, da vorne, ja.
Mal gucken, was sie hier jetzt aushacken bei ihm. Ach, standen die eben auch hier hinten rum? Na, guck mal, die sammeln sich alle hier. Hey, gut, hier hinten habe ich gar nicht geschaut, ne? Ich habe nur da vorne geguckt. So. Jetzt sind sie da. Wem soll ich, muss ich da anquatschen? Wahrscheinlich Matthäus. Scheint hier der Chef zu sein, oder? Er ist weg. Blöder ja. Deutschling. Das Deutschling. War knapp. Ha! Fast wäre ich wegen diesem deutschen Pisser gefasst worden. Tja, dann gibt es heute kein Deutschländer-Würstchen für dich. Okay. Jetzt geht's um die Sache mit Kunesch. Ich brauche das Geld und die Sachen und alles. Ich würde ja schon gerne die Quest ganz normal abschließen mit dem, für den Vater, die ganzen Sachen auch mit dem Bier und der Kohle. Diesem Kackdeutschen haben wir es gegeben. Der Kackdeutsche. Das war ziemlich knapp, was? Pff, der alte Sack hatte keine Chance. Ja, aber hoffentlich verpfeift uns Hans nicht, dieser Scheißkerl. Lass ihn doch pfeifen. Was können Sie denn schon groß tun? Nur weil wir ein bisschen Mist geworfen haben. Ein wahres Wort. Den Deutschling kann sowieso keiner gut leiden. Ich muss auch sagen, die Sprachausgabe gefällt mir bisher eigentlich ziemlich gut. So. Saubere Arbeit mit dem Haus. So, da jetzt. Ich bräuchte Hilfe mit Kunesch. Ich bräuchte Hilfe mit Kunesch. Sicher doch. Eine Hand wäscht die andere. Na dann los! Apropos Hände waschen und so. Ihr habt eure Hände noch nicht gewaschen und du fummelst gerade mit deinem Finger in deinem Mund rum. Okay. So, was machen wir jetzt mit Kunesch? Nicht, dass wir die jetzt zusammentreten oder so. Das habe ich nicht gedacht, ne? Vielleicht ein bisschen leicht einschüchtern. Kunesch, schwing deinen Arsch raus. Ich muss dir was zeigen. Vor das Gangsteraufgebot hier. Wo ist denn der Kunesch jetzt? Da vorne kommt er. Der war noch nicht mal in seinem Haus. Aber der da vorne angestiefelt kommt, das ist der. Das erkenne ich an dem braunen Lumpen. Und dem Eimer in der Hand, der eben aufgetaucht ist auf mysteriöse Art und Weise. Hey, Kunesch! Jetzt geht er einfach wieder rein. Ich gehe jetzt nicht rein. Ich habe keinen Bock auf Stress. Ich warte, bis er rauskommt. Kunesch, komm raus! Ah, komm, jetzt beeilt. Er wollte nur seinen Eimer wegbringen. Oh, und jetzt brav hinter sich die Tür zumachen, ne? Er ist nicht in der U-Bahn geboren. Das ist der Unterschied. Damals gab es nämlich noch keine U-Bahn. Was zum Teufel wollt ihr hier? Soll ich euch mit dem Riemen dreschen oder den Büttel rufen? Versuch's doch, alter Saufkopf. Mhm. Wow! Also, ich halte mich da raus. Also, nee. Also, ich guck nur zu. Das hat aber ganz schön eine Tracht Prügel kassiert hier. Na gut, aber wenn man seine Steuern, wollte ich gerade sagen, seine Schulden nicht bezahlt, ne, dann muss man auch mal hart durchgreifen. Außerdem war er ja eigentlich war er ja irgendwann derjenige. Ah. Ich gebe auf. Nimm, was du willst. Es ist nicht viel, aber alles, was ich habe. Kapiert? Ich will nicht alles haben. Ah, guck mal, wie kriegen wir den Schlüssel von ihm? Okay, finde etwas bei Kunesch. Okay, ich will ja nicht alles haben. Ich will ja nur das haben, was du dem Papa schuldest. Oder was du von ihm gekauft hast und nicht bezahlt hast. Alles, was ich da nicht brauche, werde ich auch nicht anfassen. Aufschließen. Okay, da haben wir Kunesch Hammer. Den brauche ich. Und die Nägel. Und es sollte doch irgendwo noch eine Axt sein eigentlich. Finde etwas bei Kunesch, das sich verkaufen lässt. Mhm. Verkaufen sollen wir das. Ja, okay, wenn ich jetzt die Axt nehme, dann wäre das ja schon wieder Diebstahl. Das jetzt eben gerade war kein Diebstahl. Außer vielleicht, wenn ich noch was aus deinem... Kann ich gar nicht. Essen können wir nicht mehr. Wobei, nee, die Axt habe ich doch noch. Das war, ist ja neuer... Hast mich klein gekriegt. Ja? Nimm, was du willst, aber das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Ja. Die Axt habe ich ja noch. Das war ja der neue, ist ja der neue Spielstand gerade hier. Okay. Natürlich die Frage, wo ich jetzt am meisten Geld bekomme. Ob ich dem hier das verkaufen kann? Schau ich mal. Glück und Gesundheit. Lass uns handeln. So, Holzkohle kostet 50. Vermögen habe ich halt keins. Waffen, Rüstung, Questgegenstand, sonstiges. Achso, ich muss oben auf Verkaufen klicken. Meine Rüstung könnte ich verkaufen. Nahrung.
Gut, Essen hätte ich ja auch verkaufen können, ne? Questgegenstand, sonstiges. Dietrich, da, bei, siehst du, guck mal, bei Kunisch Axt haben wir das, da haben wir da die rote Hand, weil das gestohlene Ware ist. Ist also nicht so gut. 1,5 bringt das nur, oder das? In den Warenkorb. Dann den Nagel. So, du erhältst 2,2. Wie jetzt? Aber das, wie soll ich denn 50 zusammenbekommen? Dietrich habe ich halt auch noch. Nahrung. Der Käse ist ganz gut was wert. Der gute Käse von Mama. Verkaufen wir da nochmal 2 von. So. Rüstung, Waffen, alles, okay. Gehen wir in den Warenkorb. Feilschen könnten wir auch noch, um da vielleicht ein bisschen mehr bei rauszuholen. Das war's? Was? Hätte ich für Feilschen gedrückt halten müssen, weil es ist immer beides als X angezeigt. Okay. Mein Vermögen ist jetzt 7,6. Holzkohle. Haben wir hier. Kostet? Ah, die kostet nur 0,5. Ein halber Groschen, glaube ich. Das 50, das vorne, ist was anderes. Einmal Holzkohle brauche ich nur, ne? Ja. So, das habe ich. Jetzt gehe ich nochmal in den... So, gucken, ob ich mich nochmal feilschen kann. Gedrückt halten. Schauen wir mal. Lässt sich was am Preis machen? Warum nicht? Ah, guck mal. Sagt er nicht nein. Okay, das erste Mal beim Feilschen. Du kannst beim Kaufen und Verkaufen feilschen. Ja, hätte ich mal beim Verkaufen auch mal machen sollen. So, wähle die Menge, die du zahlen oder erhalten möchtest mit Steuerkreuz oben oder unten und bestätige mit X. Der Händler reagiert dann auf dein Angebot, lehnt er ab und da bietet er dir ein Gegenangebot und wartet auf deine Antwort. Okay, letztes Angebot des Händlers, dein aktuelles Angebot, dein Geld, ursprünglicher Kaufpreis. Puh, das ist echt interessant. Selbst das Handeln, ey. Kannst du hier echt noch mal eine Wissenschaft für sich draus machen. So, lässt sich der Regler weder in die eine noch in die andere Richtung bewegen, bedeutet dies, dass es entweder dir oder dem Händler an Geld mangelt. Ah, wenn du das Feilschen bei einem Angebot nach dem anderen in die Länge ziehst, wird dem Händler irgendwann der Geduldskragen reißen und er bricht den Handel ab. Okay, also hat auch nicht ewig Zeit. Das Händlersymbol unter dem Balken zeigt an, wie nahe du diesem Punkt bist. Je goldener der Hintergrund ist, desto mehr neigt der Händler dazu, den Handel abzubrechen. Jeder erfolglose Falschversuch senkt deinen Ruf bei dem Händler. Okay. Machen wir mal die Hälfte. Sind wir uns einig? Das ist zu wenig. Ja, dann machen wir ein Gegenangebot. Hat er gemacht? Nee. Ich kann ja keine Zwischenschritte machen. Denn das? Ah, das ist ein vernünftiger Preis. Ach so. Okay. Wie viel habe ich jetzt bezahlt? Keine Ahnung. Ich habe die Kohle. So. Ja. Schauen wir mal, Quest-Gegenstand oben, Quest-Lock. Ah, okay, da siehst du, da sind doch schon ein paar Sachen verschwunden. Die sind noch offen. Also, kauf Bier im Wirtshaus, auch noch kaufen das Bier. Und hol die Parierstange in der Burg ab und kauf einen Sack Kohle auf dem Markt, 1 von 10. Hä? Wieso denn 10? Da steht, kauf einen Sack Kohle auf dem Markt und ich habe 1 von 10? Das ist aber arschteuer dann. Habe ich nur ein Stück Kohle gekauft, oder was? Den brauche ich ja jetzt noch 9, ne? Bin ich mal gespannt. So, 9 Stück. Guck ich mal im Warenkorb. Wie viel kostet das jetzt?
Achso, da. Vermögen des Händlers, dein Ruf 86, Gegenstand handeln für 4,5, du zahlst 4,5, dein Vermögen 7,1. Ja, geht aber noch. Einmal noch falschen. Ich habe noch einen guten Ruf beim Händler. Zehn Stück Reden Kohle. Reden wir über den Preis. Ja? So, also. Gehen wir mal... Jetzt sieht das ein bisschen anders aus, ne? Gehen wir mal ein bisschen runter bei... Sagen wir mal 4. Einverstanden? Nur ein wenig mehr und wir kommen ins Geschäft. Ein wenig. Er sagt 4,3. Ich sag mal 4,1. Ein wenig mehr. Ja, das sollte passen. Ha! Idiot. So. Da, Kauf ein Sack Cola auf dem Markt. 10 von 10. Kauf ein Sack Cola abgeschlossen. Jawohl. Jawohl. Da sagt er nur ein wenig mehr. Ich sag 4. Okay, sagt er ein bisschen mehr, sag ich 4,1. Das ist ein bisschen verwirrend mit diesen Komma-Zahlen. Das sind aber nur Groschen, glaube ich. 4 Groschen und ein, keine Ahnung, Pfennig. Nee, Groschen sind da auch Pfennig gewesen. So, hier ist die Schenkerei. Hier sitzen nur die Besten des Volkes. oder? Das sieht gar nicht danach aus. Da, ist das Bianca? Bist du Bianca? Grüß dich, Heinrich. Bianca! Pass auf, wo du hingehst. Wieso? Du gehst doch. Du bist mir auf die Füße getreten. Warte mal, ich muss von dir Bier kaufen. Hoffentlich ist es nicht zu teuer. Jetzt muss ich warten, bis sie noch irgendwo hinsteht. Sie ist nämlich gerade beim Arbeiten. Und beim Arbeiten kann ich sie nicht anquatschen. Ja, ja. Ich muss erst warten, bis sie irgendwo steht, wo ich sie dann in Ruhe anquatschen kann. Hier, jetzt geht's. Nicht bei der Arbeit stören. Grüß dich, meine Liebe. Hey ho! Gut siehst du aus. Du auch, mein Hübscher. Was führt dich hierher? Du natürlich. Bier. Was führt dich hierher? Bier. Bier her. Deine Schönheit natürlich. Oh, edler Herr, ich fühle mich geschmeichelt. Was könnte der werte Herr begehren, abgesehen von meiner Schönheit? Keine Ahnung, kannst du mir einen zapfen? Also Bier. Der Deutsche redet Bockmist, das stimmt. Bier für Vater. Ich brauche Bier für Vater. Ein Krug wie immer? Jawohl, einen kalten aus dem Keller. Aber natürlich. Selbstverständlich, der kalte aus dem Keller. Gehen wir hinterher in den Keller, dann können wir unten im Keller nochmal irgendwie ein bisschen hier und da machen. So dunkel im Keller. Hier, bitte. Danke. Was macht Danke. Das? Kostenlos? Aufs Haus? Das geht auf mich. Jawohl. Du kannst es am Abend wieder gut machen. Aha. Ausgeschlossen. Hier. Und heute Abend habe ich noch etwas für dich. Kann's kaum erwarten. Danke. Du kannst dich schon auf heute Abend freuen. Du auch. Ach, übrigens, dieser zwielichtige Kerl hat nach dir gesucht. Waniek? Schätze, ja. Bestimmt ist er einer, der ehrliche Wandersleute bestiehlt. Ich bin froh, wenn er verschwindet. Was in drei Teufels Namen hast du mit dem zu schaffen? Er versprach mir, mich im Schwertkampf zu unterweisen. Was würde dir das nützen? Ach, hör auf. Du klingst ja schon wie Vater. Bis heute Abend. Heinrich, ich habe da etwas Spezielles für dich. Ach ja? Oh. Und was könnte das sein? Dein Lieblingstrunk. Retterschnaps. Ha! Du bist ein Engel. Hoffentlich bedankst du dich später entsprechend. Das werde ich. Na, bei dem Gespräch waren jetzt gerade mal ein paar komische Kamerawinkel dabei, oder? So, das Spiel speichert von Zeit zu Zeit automatisch, zum Beispiel an wichtigen Stellen von Quests, wenn du schläfst und wenn du das Spiel verlässt. Wenn du das Spiel manuell speichern willst, musst du Retterschnaps zu dir nehmen. Ja. Heinrich, schön, dass du da bist. Was hast du in deiner Hand? Ein Besen? Ich dachte schon, du willst mich verkloppen. So. Tja, das ist die schöne Bianca. Okay. Bier habe ich.
Das Bier-Symbol, was da oben auf dem Kompass ist. Jetzt brauche ich nur noch die Parierstange aus dem Hof oben. Nee, Träger sind oben. Mann. So. Genau, hol die Parierstange in der Burg ab. So, hat das doch ganz gut geklappt. Also, aber wie gesagt, bei Kunisch, das hätte man auch auf anderen Weg holen können. Wenn man zum Beispiel das mit dem Schlossknacken geschafft hätte, dann wäre er nicht zusammengetreten worden von meinen Kollegen. Aber ich weiß dann nicht, ob ich das richtig verkaufen könnte, dann die Sache, weil dann wäre es ja Diebesgut. Und Diebesgut verkaufen, haben wir gelernt, ist ja auch nicht so die feine Sache. So, jetzt gehen wir nochmal in die Burg und gucken, wo wir die Parierstange abholen. Und dann habe ich alle Zutaten da, die der Vater haben wollte. Aber bis ich bei dem bin, ist das Bier, glaube ich, nicht mehr kalt, oder? Lässt ihr mich rein hier, ihr Türsteher, Ochsen? Hallo? Darf ich durchgehen einfach? Nicht, dass ihr mich haut. Okay, ich muss ihn erst anquatschen. Yannick, und wie heißt du? Jaroslav. Das klingt netter. So, Parierstange abholen beim Chef. Gott sei mit euch. Und mit dir, Heinrich. Wie geht's dir? Hier im Dorf kennt dich echt jeder mit Vornamen, ne? Boah, es wär ja furchtbar, ey, wenn man da wohnen müsste, wenn dich jeder mit Vornamen kennt. Ich bin wegen der Parierstange hier. Der Deutsche, die nun zierte im Wirtshaus den König. Oh, komm mal, den können wir hier sogar auch anzeigen. Ach komm, der hat ein paar Bier zu viel getrunken. Das wäre doch ein bisschen übertrieben, wenn wir den auch noch anzeigen und der dann noch mit seiner Familie Stress bekommt, oder? Machen wir erstmal das, wofür wir hier sind. Vater schickt mich. Wir schmieden Herrn Ratzis Schwert und der Kämmerer hat die Parierstange. Vater ließ sie in Sasau gravieren. Ja, hier ist sie. Der Kämmerer gab sie uns. Haben Sie angesehen. Hervorragende Arbeit. Sowas Feines habe ich noch nie erblickt. Kann's kaum erwarten, das Schwert zu sehen. Verpfusch es ja nicht. Wann habe ich jemals etwas verpfuscht? Wo soll ich anfangen? Ah, sei still und gib das her, sonst reiß ich dir heute Abend den Arsch auf. Alsbald, werter Herr. Sie sind sehr locker drauf, die Wachen, dass man so mit ihnen sprechen kann. Großartig. Die kennen sich alle. Ach, zu schade, dass ich das Schwert nicht behalten kann. Tja, ich muss los, damit wir heute Abend fertig werden. Viel Erfolg. Wir sehen uns später in der Schenke. Auf jeden Fall. Heute geht das Bier vielleicht sogar auf mich. Nein, wir haben nun wirklich nicht so viel Geld. Okay. Du hast gelernt Recht und Ordnung. Na, danke. Recht und Ordnung habe ich gelernt, da bin ich für bekannt. Ich bin der Rächer mit dem Becher. So, kehre zu deinem Vater in die Schmiede zurück. Wir alles fertig. So, grünes Hemd und so, was wir hier anhaben. Wie viele Flächen, schaut doch mal an, wie viele Flächen da überhaupt sind, wo man Sachen anlegen kann. Ich meine, da am Oberkörper habe ich jetzt nur das Hemd, dann den Kragen, dann haben wir da aber noch einen Brustschutz, dann noch Stiefel, noch Handschuhe und hier unten haben wir dann noch Stiefel und Hose und dann noch Beine und noch irgendwie Knieschützer. Auf der anderen Seite, das ist ein Ringplatz. Bogen, Schild sehe ich da. Und dann noch für oben, für den Kopfbereich, Mützen, Helme und sowas. Eieiei, da kannst du echt viel anziehen. So, Gesundheit 100, Energie 100 statt Sattheit habe ich auf 58. Da könnte ich bald auch mal wieder irgendwas essen. So, hier habe ich den Rettungsschnaps. Dann kann ich auch die Info lesen. Eine ausgefallene Spirituose, davon zu trinken, ist eine Erfahrung, die man niemals vergisst. Weil man dadurch das Spiel speichert, ja. Nein, ich wollte noch nicht raus. Ich wollte mich allgemein mal umsehen hier in dem... So, Spieler, was haben wir denn da? Ich wollte eigentlich den Text weghaben. Bin ich wieder beim Nahrung. Okay. Hauptstufe, Level 1. Deine Stufe hängt von deinen Werten und deinem Fortschritt im Spiel ab. Es könnte sich als nützlich erweisen, deinen Charakter mit dem deiner Freunde zu vergleichen. Okay, welche Freunde? Alle 2 Stufenerhöhungen kannst du eine Spezialisierung auswählen, die deinen Charakter in einem Bereich etwas geschickter macht. Alle 2 Stufenerhöhungen. Boah, das dauert ja echt. Stärke habe ich 1 auf Stärke, mehr nicht. Weil der Sohn des Schmieds ist. Agilität, Vitalität, Redekunst habe ich doch auch gemacht. Oder kann ich da noch... Da steht dann ein Plus. Ich habe ein... Da habe ich doch einen Punkt zu vergeben, oder? Plus. Charisma, Auffälligkeit.
Sichtbarkeit, Charisma. Warum kann ich da eigentlich nicht nach unten gehen? Ach so, mit dem Stick dann. Mhm. So, Agilität. Agilität bezeichnet die Schnelligkeit, Gewandtheit und Wendigkeit des Charakters. Mit höherer Agilität bewegt sich nicht nur schneller, sondern kann auch Angriffen besser ausweichen. Okay, ausgereiftere Waffen wie beispielsweise Säbel gekonter führen und besser mit dem Bogen umgehen. Im Gegensatz erhöht sich die Agilität durch Bogenschießen. Stärke bestimmt, wie gut dein Charakter physische Herausforderungen meistern kann. Je stärker er ist, desto wirkungsvoller sind seine Angriffe und desto weniger geht beim Schwingen schwerer Waffen die Ausdauer zu Neige. Zudem schwere Waffen zählen alle Waffen außer Dolche und Säbeln. Ich würde ja auch gerne so Dolche und dann ein bisschen Schleichen-Skill so in der Art haben. Muss ich mal gucken, was alles hier bringt. Vitalität ist wie die Lebenspunkte, Redenskunst, Charisma, Sichtbarkeit. Okay. Mehr Anzeigen. Hochwohlgeboren, letztes Angebot. Da sind dann noch die... Ah, das sind verschiedene Skills, die man dann noch lernen kann. Minimalstufe 4, könnte ich hier noch die Eigenschaften dazu lernen. Gibt es das auch bei Agilität? Ja. Fliegengewicht. Das sind dann die Sachen, die man erreichen kann. Leichte Rüstung, kräftesparende Angriffe, Bollwerk. Ach, guck mal, hier ist schon so ein Sternchen dran. Die habe ich schon, oder was? Gegnerische Angriffe zu blocken kostet dich 30% weniger Ausdauer. Leichen, um Bewusstlose zu tragen, verbraucht keine Ausdauer. Zudem verlangsamt dich das Tragen nur halb so stark. Wildschwein? Was ist denn das? Du kannst die Gesundheit und Ausdauer eines Gegners schwächen, indem du ihn beim Spurten anrempelst. Die Auswirkungen sind stärker, wenn deine Rüstung schwerer als seine ist. Das System ist sehr, sehr umfangreich, finde ich. Weil da ist ja auf jeden Fall halt dieses Stern, was da die ganze Zeit leuchtet. Naja. Fertigkeiten, Buffs, Ruf. Ah, mein Ruf in dieser Stadt, 81, das ist noch ganz gut. Statistiken, allgemein, Verbrechen, Dialoge, Glücksspiel, meine Güte, ey. Questlog habe ich, kehre zu Vater zurück. Im Codex war ich auch noch nicht, ich kriege ja die ganze Zeit immer neue Codex-Einträge. Freigeschaltet insgesamt 29 von 99. Begrüßungsformen, Gott, guck mal, was hier alles da ist. Das ist echt mal wieder ein richtiges Rollenspiel, ey. Mit Codex-Einträgen, die es hier heutzutage kaum noch gibt in den Spielen. Für Ausländer, okay. Begrüßungsformen, Behausungen können wir hier sehen, wenn wir durch die Straßen gehen. Einiges, was man sich hier schön durchlesen kann über die Welt. Viel Hintergrundwissen, Beleidigungen, auch sehr, sehr wichtiges Thema. Dörfer, freies Geleit, Fürwerke, Geld. Kriegen wir dann auch. Oh, guck mal, gibt es auch noch Orte, Ereignisse, Soziales, Charaktere und Tutorials haben wir auch noch. Also Tutorials kann man hier auch nochmal nachlesen. Okay. Da werde ich gleich mal einen Blick reinsetzen. Die Folge werde ich jetzt auch heute erstmal beenden und in der nächsten Folge geben wir dann die Sachen beim Vater ab. Und ich werde jetzt das gleich nochmal die Zeit nutzen und ein bisschen im Codex nachlesen, auch die Tutorial-Texte nochmal durchlesen, damit ich hier gut reinkomme ins Spiel, um euch noch ein paar weitere Folgen zu präsentieren. Und wenn euch das Ganze gefallen sollte, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen und dann hoffentlich auch in der nächsten Folge wieder einschalten. Also Dankeschön und bis zur nächsten Folge von Kingdom Come Deliverance. Macht's gut. Ciao, ciao.